Jetzt weiß ich ja, woher die Scheißhaufen sind. Wie viel sind denn das? Na ihr? Alles klar. Drei Esel gegen ein Esel, ja? Ja, hab gleich nochmal hier aufgepumpt. Bevor es weitergeht. Ich fahre jetzt auch nicht die gleiche Strecke zurück, sondern pumpe hier lang. Die habe ich mich extra gestern vermieten, weil ich schon gesehen habe, wie steil hoch die ging. Aber das, was ich gefahren bin, war ja auch nicht so die Wucht. Ich bin zwar bloß auf 100 noch was Metern, aber sieht alles sehr bergig aus. Was ist das für eine Mähnchenreihe? Ein Steinzaun. Hoffentlich komme ich auch hier lang. Oh, da sind auch noch Berge. Ich habe auch gestern auf der Bahntrasse gesehen, dass es halt keine schönen Schlafplätze geben wird, weil, wo muss ich lang? Weil die zu Häusern hinführt, wird auch als Straße genutzt. Was mache ich da? Ach ja, da steht's. Radweg. Das habe ich gestern unten auch gesehen. Ja, ich habe gesehen, wie steil das ist. Unterwärts kann man es ja mal fahren. Ach, die schönen Häuschen, ey. Hier steht zwar was dran, aber ich weiß nicht, was es bedeuten soll. Von 2011 irgendwas. Ich habe auch wieder die komplette Regenclub dran, weil das Wetter wird einfach nicht besser. Es wird sogar noch schlimmer. Für die Gegend, wo ich eigentlich jetzt hinfahren will, ist sogar schon Wetterwarnung. Und ab heute Nacht soll es dann 100% regnen. Die letzten zwei Tage war es ja nur 80%, hat schon ausgereicht. Die ganze Nacht hat es ja schon geregnet. Das Zelt und alles drumherum ist irgendwie klamm, feucht. Mein Handtuch ist natürlich auch noch nicht trocken. Ich will aber auch kein Zimmer nehmen. Vielleicht schaffe ich es heute schon bis zur Küste. Muss da mal gucken, ob da ein Zeltplatz aufhört. Wenn das so bleibt, das Wetter dann. Muss ich dann zwei Tage dort bleiben. Was will ich machen? Es wird ja alles feucht, auch in den Taschen und so. Das ist nicht gut für die Ausrüstung. Und ich habe auch keine Lust, so bei so Dauerregen anderen zu fahren. Gestern war ja nur mehr so Niesel-Dauerregen, aber wenn das dann wirklich schifft, irgendwas von 17 Litern habe ich gelesen, was da runterkommen soll. Aber das ist erstmal Zukunftsmusik. Jetzt fahre ich erstmal weiter und schau, wie weit ich komme. Wildcamp kann ich dann wahrscheinlich auch vergessen. Bei dem wird er erst recht. Aber da muss ich gucken, ob da irgendwas aufhört. Ich habe gestern schon mal so halbwegs nachgeschaut. Ich hatte hier Internet. Das war auch ziemlich gut, weil ich es allein genutzt habe. Kam mir übrigens so vor wie in Shining. So ganz alleine auf diesem Riesenkomplex. Hörst nichts, siehst nichts. Naja. Naja, ist ein ganz schön enges, tiefes Tal. Ich denke mal, da werden auch bald Tunnels kommen. Da haben wir doch schon den ersten Tunnel. Warum geht's Licht nicht an? Das einzig Gute hier unten ist halt, dass es ziemlich mild ist. Ich habe auch die Nacht nicht gefroren. Habe auch keine Klamotten angezogen zum Schlafen. Das war was Gutes. Aber dafür sind halt die Schlafsäcke so ein bisschen was.
Jetzt ist auch mal geteert, der Weg. Die ganze Zeit bin ich nur durch Pfützen gefahren. Ja, gestern hatte ich ja schon gesehen, dass der Fluss ein bisschen Hochwasser hat. So ist es auch. Hab tatsächlich noch einen Radreisenden gesehen. Gestern auch schon. Gestern war mehr so ein Gravelbiker mit wenig Gepäck. Bei denen habe ich jetzt gar nicht gesehen, was es war. Das ist gestern mal aber ein Spanier gewesen, so wie er gesprochen hat. Hat irgendwas gesagt, ich habe es nicht verstanden. Ja, sind wahrscheinlich noch ein paar unterwegs. Oh, da kommt auch schon wieder ein Tunnel. Bald müsste dann auch der Fluss hier auf die Grenze zu Frankreich sein. Wenn es nicht schon so ist. Ich wollte eben in so ein Dörfchen einkaufen. Spanien halt noch. Weil es hier doch billiger ist als in Frankreich. Aber ich habe jetzt drei Supermärkte, angebliche Supermärkte angesteuert. War alles zu. Siesta, es waren halt wirklich nur so kleine Läden gewesen halt. Jetzt muss ich wahrscheinlich dann doch in Frankreich teuer einkaufen. Ja, in dem Tal geht halt wieder alles lang. Die Transitstraße. Die hast du eigentlich immer in der Nähe. So besonders ist jetzt der Radweg auch nicht, finde ich. Vielleicht, wenn du von der Küste kommst, die ganze Zeit nach Flachland gefahren bist, dass du erstaunt bist über die ganzen Berge hier. Aber ich komme ja aus dem Bergland. Ist aber trotzdem relativ schön. Aber auch überall Wasserläufe durch die vielen Regen die letzten Tage. Da kommt auch schon wieder ein Tunnel. Ganz so viele gab es jetzt hier nicht. Ich müsste dann auch vielleicht 10, 15 Kilometer wieder an der Küste sein, denke ich mal. Und ist er beleuchtet. Irgendwie da, jetzt geht's an. Vorher ging es auch erst an, wo ich rausgefahren bin. Wo ich sehe nichts mehr. Jetzt kommen halt noch ein paar kleinere Tunnel. Ich bin aber eigentlich schon fast ganz unten. Auf 17 Meter. Ich weiß gar nicht, wo es noch hinführen soll. Ich fahre nur bergab. So ein bisschen. Laut meinem Navi bin ich schon unter Wasser. Ich gehe gerade unter. Hier wird es irgendwie zum Wanderfahrt. Ich denke mal, die meisten fahren dann oben die Straße lang. Weil die fährt ja kaum jemand. Weil das ist ja die Hauptstraße. Aber ich mache natürlich den Originaltrick. Ab sofort bin ich wieder offiziell in Frankreich. Da drüben ist noch Spanien. Aber beides Baskenland, wenn du so willst. Jetzt fangen auch irgendwann die Zeltplätze an. Es sind eigentlich ganz viele eingetragen. Ich werde jetzt jeden abklappern, ob irgendeiner davon aufhört. Also bei manchen habe ich es gefunden, dass sie nicht aufhaben. Bei anderen gab es noch nicht mal eine Internetadresse, aber oh, ich bin zuversichtlich. Es sind natürlich auch irgendwelche großen Städte hier, dessen Namen ich nicht weiß. Und da habe ich den Atlantik wieder. Und Palmen. Ja, so wie ich mir das ausgemalt habe, wird das nichts. Hier hat nicht ein einziger Campingplatz auf. Ich bin jetzt extra schon so zwei hingefahren, bei den einstanden Autos. Und hier habe ich auch was gesehen. Nein, die sind aber zu. Weiß nicht, ob es Mitarbeiter sind, die da noch wohnen oder vielleicht haben sie doch eine Hütte gemietet oder so. Also hier gibt es wirklich 20 Stück, 30 Stück. Nicht ein einziger. Oh, das wird heute was. Es fängt ja auch gleich an zu schiffen. Es hat ja eben schon geregnet. Da passt alles wieder.
Und hier werde ich auch nichts finden, weil ich bin jetzt im Küstenbereich. Das kannst du ja auch voll vergessen. Jetzt kommt ja ein Ort nach dem anderen. Ja, und der internationale Radweg geht jetzt auf einer stark befahrenen Küstenstraße entlang. Passt wieder alles. Ich habe gedacht, Spanien zeigt mir so, wenn's, was so geht. Jetzt kommt Frankreich auch noch dazu. Ja, ist auch die Jahreszeit. Hier ist ein Golfplatz, soll ich vielleicht hier hingehen. Oder mal mehr auf den Straßenverkehr achten und nicht mit der Kamera rumfuchteln. Ja, gleich geht es ja wieder hoch. Hier wäre sogar ein Platz. Ach, steht auch schon wieder irgendwas mit Natur. Da oben ist auch die Straße, die können hier reingucken. Da geht es um Milchrunde. Da kommst du mit dem Auto nicht hin. Aber es ist Wetterwarnung. Wenn ich hier bleibe, ist der morgen Fluss. Hier kommt es überall runter. Also bei schönem Wetter würde ich es jetzt machen. Ich habe echt keinen Plan. Schöne Küste wieder, ja. Alles da. Morgen den ganzen Tag 100% Regen. Überschwemmungsgefahr und alle solche Sachen. Es gibt mal wieder Nudeln. Und ich habe vorhin bei der letzten Pause nicht unbedingt, wo ich noch einen Schlafplatz gesucht habe, diesen Campingplatz noch gefunden im Internet. Da stand halt da, der war auf, da bin ich dann auch ganz schnell hingefahren. Neben mir steht sogar ein Radreisende, ein Franzose, der ist nach mir gekommen. Die Rezeption war natürlich zu. Ich habe jemanden gefragt, ein paar Deutsche, die sind mit dem Auto hier. Und die haben sie noch gesehen. Die sind bloß ein paar Minuten vor mir gekommen. Ja, da bezahle ich dann morgen. Ganz einfach. Es hat bis jetzt bloß mal ganz kurz getröppelt. Ich weiß nicht, was das noch wird. Wenn nicht, bleibe ich halt morgen noch einen Tag hier. So, mal ein kleines Update. Es regnet seit gestern Nacht durch. Es war zwischendurch auch richtig schlimm gewesen. Alles ist sumpfig. Es regnet immer noch. Ich habe jetzt nichts mehr zu essen. Ich bin immer noch auf dem Campingplatz. Ich bin richtig froh, dass ich den gefunden habe. Ich habe mir auch die höchste Stelle so rausgesucht und auf Stein gelegt. Da bin ich nicht so einsack. Es ist alles klamm, feucht. Das Zelt wird, weiß ich nicht. Das muss es noch durchhalten. Es trommelt ab und zu mal ein bisschen rein, aber ja, also von hier wird ein Zug fahren, aber ich weiß nicht, ob der Fahrräder mitnimmt. Das ist die gleiche Strecke. Ich wollte eigentlich nach Bordeaux oder nach Toulouse. Das ist übrigens die ehemalige Hauptstadt gewesen, der Westgoten, bevor sie nach Iberien direkt rein sind. Aber das lasse ich jetzt auch alles. Ich versuche es zumindest. Ich muss nochmal zu dem Bahnhof hier fahren, weil im Internet kannst du gar nichts buchen. Und dann muss ich zusehen, dass ich irgendwie nach Hause komme. Aber die Züge fahren alle über Paris. Das wird wahrscheinlich auch nichts Richtiges werden. Oder ich muss in Paris dann mit dem Fahrrad 7 Kilometer zur nächsten Haltestelle fahren. Weil mit der Metro wird das hier nichts mit dem Fahrrad. Durch Paris wollte ich eigentlich absolut nicht. Ich kenne die Stadt, ich weiß, wie schrecklich das ist dort. Ja. Aber ich muss erst mal sehen, dass ich überhaupt wegkomme. Weil im Internet, wenn du da irgendwo versuchst, was zu buchen, steht immer dabei, du kannst das Fahrrad nicht mitnehmen. Weil in Frankreich die meisten Züge oder viele Züge kein Fahrrad mitnehmen, sondern nur eingepackt in der kleinen Tasche. Das kann ich ja mit dem Panzer vergessen und mit dem vielen Gepäck sowieso. Ich werde dann versuchen, das alles ein bisschen zu komprimieren. Ich habe ja dann auch kein zu essen mehr und sowas. Versuche das irgendwie ein bisschen kleiner zu kriegen. Ob es klappt, weiß ich nicht. Ob das überhaupt alles klappt, weiß ich nicht.
Ich versuche es auf jeden Fall. Es soll auch die nächsten Tage genauso weiter regnen. Vielleicht nicht ganz so schlimm, aber es ist ja jetzt alles klitschnass. Es bringt ja gar nichts mehr für mich. Also, es macht mir doch keinen Spaß. Ich habe da keine Lust mehr. Ich habe jetzt meine Highlights gehabt. Es war schön. Besonders Spanien. Auch wenn es zwischendurch mal irgendwie komisch war und so. Aber es hat trotzdem gefetzt. Ich mache dann meine Winterpause. Ich werde dann viele Videos schneiden. An dem Fahrrad wieder ein bisschen was reparieren. Und auf Vordermann bringen. Die ganze Ausrüstung muss ich dann auch wieder alles in Ordnung bringen. Mal alles richtig komplett durchreinigen. Von vorne bis hinten. Ja, das ist momentan so mein Standpunkt, mein Plan. Wie das andere durchziehen bei so einem Wetter und alleine, weiß ich nicht. Für mich ist es nichts. Ich habe auch mal geguckt, auch weiter südlich und so ist momentan das ganze schreckliche Wetter. Das kommt über den Atlantik bis runter im Süden und da ist alles lila auf der Karte. Naja, muss ja mal regnen, ist ja schon klar, aber ich freue mich dann vielleicht auf nächstes Jahr, wenn das noch klappt. Muss zusehen, ob es mit dem Geld reicht. Das hat eben auch ganz schön abgenommen. Durch die ganzen vielen Zeltplätze, die ich mir nehme. Aber um die Jahreszeit ist es auch, weiß ich nicht, die bessere Alternative, finde ich. Und ich bin wirklich froh, dass ich hier gelandet bin. Ich hätte nicht gewusst, was ich irgendwo in der Wildnis gemacht hätte. Bei diesem Kackwetter, ey. Na gut. Ich werde dann vielleicht noch ein bisschen was berichten. Der andere Radfahrer ist ja gestern doch noch gefahren. Der wollte irgendwie bis nach ganz nach unten nach Spanien irgendwie. Wollte dann mit dem Schiff rüber nach Südamerika arbeiten oder irgendwas. Das Fahrrad lässt er natürlich irgendwo hier. Wie er es macht, weiß ich nicht. Und da hat ja auch ganz wenig Gepäck dabei gehabt. Zwei Täschchen und einen Korb. Ich weiß nicht, wie der das macht. Der war ja auch noch ein bisschen älter als ich. Zumindest sah so aus. Ich denke mal, der ist irgendwo durch Nest gestern angekommen. Also gestern war kein schöner Tag und heute ist auch kein schöner Tag. Naja, ist halt so. Gut, das war's erstmal zu den Neuigkeiten. Ja, es hört einfach nicht auf. Ich komme noch nicht mal mehr zum Einkaufen. Oder zum Bahnhof, der ist ja auch 5 Kilometer entfernt. Ich habe aber hier einen Aufenthaltsraum da hinten. Stehen ein paar Bildschirme drin für Computer und so. Da habe ich jetzt meinen Laptop aufgebaut. Gestern auch schon. Deswegen ist eins vor sich auf. Habe heute mal die ganzen Videos und gestern schon rübergezogen. Aber einkaufen muss, ich habe ja nichts mehr. Aber das ist ein... Naja, okay, ich sag nichts mehr. Wir haben tatsächlich mal wieder Sonne. Aber das soll nicht lange währen, sondern morgen soll es wieder regnen. Oder heute Nacht sogar schon. Der Campingplatz hat mir das Leben gerettet. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Auf jeden Fall haben wir heute den 3. Dezember. Ich bin auf dem Campingplatz jetzt 4 Tage geblieben. Es hat wirklich nur, ja fast nur durchgeregnet, aber auch extrem. Es ist jetzt alles irgendwie so ein bisschen in Klamm. Mal ein bisschen auf den Radweg achten. Das Zelt ist jetzt aber einigermaßen wieder trocken. Und die Planung, was dazugehört. Aber der Rest halt, naja. Auf jeden Fall war ich vor 2 Tagen hier unten in dem Ort Sanchong de Luz oder sowas. Da gibt es ja einen Bahnhof mit einem Schalter. Der hat erstmal zugehabt, wollte ich schon wieder gehen, aber dann habe ich gelesen, dass er nochmal aufmacht. Und da hat mir jemand geholfen. Wurde er gesagt, nicht geholfen. Ich habe halt nach einer Verbindung gefragt, nach Deutschland. Zu irgendeiner Grenze mit dem Fahrrad. Und er hat geschaut, nee, für den Tag nicht. Da habe ich gesagt, nee, Sonntag oder irgendein Tag in der Woche. Oder von Bordeaux oder von Toulouse.
Nee, keine Möglichkeit. Null. Ja, und das in Zeiten vom Internet. Ich verstehe es nicht. Ist ja schon schlimm genug, dass du es nicht online buchen kannst und sowas. Ja, um Schalter ging es halt auch nicht. Warum auch immer. Da hat sich auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen Mühe gegeben. Ja, da habe ich wieder eine Route zusammengebastelt. Von 1500 Kilometern bis zur deutschen Grenze. Das kannst du ja vergessen, ich müsste nochmal auf 1000 Meter hoch. Damit ich die kürzeste Strecke nehme halt. Da kommt halt mal so ein paar kleinere Berge dazwischen. Jetzt müssen wir kurz Stopp machen. Und die werde auch dann ziemlich deutlich führen. So ein bisschen in der Schweiz vorbei. Und da liegt ja schon überall Schnee. Das kann ich hier nun auch vergessen. Dafür brauche ich ja mindestens, wer weiß wie lange. Dann wäre ich Weihnachten auf jeden Fall nicht daheim. Ja, dann habe ich nochmal im Internet nachgeschaut. Da habe ich was gefunden von Bordeaux nach Straßburg an die Grenze von Deutschland. Alles nach Frankreich. Und dann würde was fahren. Mit Fahrrad. Weil normalerweise darfst du hier nur ein zusammengebautes Fahrrad mitnehmen. In so einer kleinen Tasche. Ein ganz kleines Backmaß. Das wird hier gar nichts. Aber da geht's irgendwie. Hoffe ich. Ich weiß es nicht, ob es klappt. Keine Ahnung. Gebucht habe ich noch nicht, weil ich ja nicht weiß, wann ich dann dort bin. Ich nehme jetzt wieder die Route dorthin. Es wären jetzt auf dem Eurovelo irgendwie 460, 80 Kilometer. Den werde ich aber irgendwo abkürzen. Weil der macht dann noch einen richtig sinnlosen Bogen irgendwo ins Landesinnere. Da kann ich einfach geradeaus durchfahren. Durch so einen Waldpark irgendwie. Wo man wahrscheinlich auch nicht zelten darf. Man darf ja eigentlich nirgendwo zelten. Aber ja, was will ich machen? Jetzt muss ich erstmal den Fluss überqueren. Wie war denn das? Hier war ich doch schon. Hier durch. Und da hoch, genau. Ja, ich erzähle nachher weiter. Ja, soweit mein neuester Streich. Ich fahre erstmal bis zu der Stadt. Da gibt es auch einen Campingplatz, der aufhört, höchstwahrscheinlich. Da kann ich dann auch wieder duschen und die Sachen reinigen und ein paar frische Klamotten anziehen, ja. Wenn das alles klappt. Und wo ich hier angekommen war, da waren es 18 Grad. Richtig schön angenehm. Nur ein Schlafsack und alles. Und gestern Abend waren es 2 Grad. Oder 1 Grad ganz und gar nur. So schnell geht. Jetzt heizt ein bisschen die Sonne auf. So, tschüss mehr. Ja, momentan wäre ich noch ganz schön gestriezt an der Küste, bevor ich wirklich ins Lager komme. Wer schreit da? Eine Krähe? Eine Rabe? Ach, keine Ahnung. In 60 Kilometer Luftlinie wird nämlich auch ein Zeltplatz kommen, aber den schaffe ich nicht. Da hätte ich jetzt noch bestimmt 80, 90 Kilometer. Also ein Zeltplatz, der vielleicht aufhört. So wie es im Internet steht. Mal sehen, vielleicht im Dunkeln. Keine Ahnung. Ich muss erstmal hier aus dem ganzen Stadtgebiet rauskommen. Eigentlich wollt ihr keinen Berg mehr hochfahren, aber es wird mir nicht erspart. Hinter mir fangen ja die Pyrenäen an, da habe ich jetzt gesehen, fast alle Berge. Also die hohen Berge sind schon schneebedeckt. Ja, jetzt ist hier auch so weit. Ich muss fliehen. Ich habe aber ganz kurz den Eurovelo jetzt abgekürzt. Nein, nicht abgekürzt, ich bin einfach Straße gefahren. Der macht so ein paar dumme Schlänge mit rein. Und mit Steigung halt natürlich ohne Ende. Aber es geht ja trotzdem hoch, auch wenn ich Straße fahre. Aber halt nicht so extrem. So, hier eine gute Tat vollbracht. Timo und seine Gruppe ist halt immer unterwegs, gell?
haben mich eben drei Mädels angesprochen, wo ich hier irgendwo gesessen habe, ob ich denn eine Kopfschmerztablette dabei habe. Da muss ich erstmal nachschauen, mein Erste-Hilfe-Set, ob ich noch welche habe, weil bis jetzt habe ich noch keine gebraucht. Eigentlich nur die Katrin mehr. Ja, aber ich mir erstmal eine gegeben, musste nur ein bisschen gehen und Antwort stehen. Und ich bin jetzt immer noch hier in diesem Stadtgebiet, ich komme einfach nicht raus. Stimmt schon 15 Kilometer. Ja, das Meer sehe ich auch immer noch. Jetzt kommt noch eine größere Stadt, wo ich, weiß nicht, 5-6 Wochen schon durchgefahren bin. Über die gleiche Brücke muss ich auch, dann muss ich an den Fluss weiter. Und dann komme ich dann irgendwann wieder auf den anderen Eurovelo. Aber heute weiß ich noch nicht, wie ich das mache. Auf jeden Fall kommt kein Campingplatz mehr. Und hier sind lauter Leute auf dem Weg rum. Ach. Ist überhaupt ganz schön viel los. Selbst der ganze Strand ist zugeparkt. Ja, es ist Sonntag. Da sind sie wieder unterwegs. Zumindest bin ich schon mal an der Mündung von dem Fluss, der bestimmt auch ein ganz bekannter ist. Der ist nämlich gar nicht so klein. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum es so voll ist überall, aber so wirklich gerammelte voll, überall Leute. Du kommst gar nicht durch mit dem Fahrrad. Heute ist ja auch der erste Advent, nicht bloß ein ganz stinknormaler Sonntag. Ja, da ist was los. Zum Leidwesen von mir. Ich glaube, da vorne muss damit über die Brücke. Ja, und dann habe ich noch ein paar Kilometer zum Eurovelo. Und wenn das ein Radweg ist, keine normale Straße, ich vielleicht Glück sogar, dass ich da einen Schlafplatz finde. Aber das sehe ich dann dort. Bei meinem Glück momentan. Sehe ich dann mal. Ja, den kennen wir auch schon. Diesmal weiß ich ja, dass es funktioniert. Und gehst du auf? Bestimmt. Jo. Ja, und die Brücke können wir ja auch schon. Von dort bin ich gekommen, das letzte Mal. Und jetzt biege ich nach rechts ab. Also auf der Uferseite bleibe ich. Dann nehme ich jetzt ein Stückchen Straße, weil die kenne ich ja noch nicht. Hier sieht man natürlich nichts. Das war der andere Radweg oder auch Eurovelo. Jetzt bin ich raus aus dem Stadtgebiet. Also vorne am Strand oder am Ufer kam wirklich ein Badort nach dem anderen. Du hast gar nicht gesehen, wo der eine aufgehört hat, wo der andere angefangen hat. Jetzt noch durch Bayonne oder wie das heißt. Na gut, jetzt kann ich endlich mal pieseln gehen. Ich muss nämlich schon seit 2 Stunden. Das mache ich auch gleich. Der einzigste Campingplatz, der noch auf hätte, was ich vorhin schon erzählt habe, der wäre jetzt noch 40 Kilometer entfernt. Das werde ich natürlich nicht mehr schaffen. Deswegen habe ich jetzt da eben angerufen. Aber er ist auch zu. Da hätte ich mich jetzt noch was zu tun gehabt, könnte ich schön fahren. Ja, jetzt noch eine Viertel, halbe Stunde. Hell. Oh, dass ich noch was sehe, sage ich mal. Ich bin ja noch nicht auf dem Eurovelo. Hier ist noch alles bebaut. Aber auch irgendwie klar am Kanal. War ja drüben auf der anderen Seite auch. Wo ich da lang gefahren bin. Muss ich halt wieder wild campen. Aber es ist hier gerade mal. Naja. Mal sehen, vielleicht finde ich hier was Anständiges. Schöner Platz ist gut gesorgt. Wie willst du das machen, wenn das tagelang geregnet hat? Du links und rechts reingehst und stehst im Sumpf. Noch 5 Minuten, dann sehe ich nichts mehr. Und wie es aussieht, ist der Eurovelo eine Straße, wo alle paar Minuten Auto kommt. Naja. Muss ich lang geradeaus. Hört der Radweg auf dann. Okay.